Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück im faschistischen Italien oder im Novus Imperium Romanum. Ich habe übrigens, wie ihr hier sehen könnt, auch die Flotten ein bisschen umverteilt und so. Das wollte ich vielleicht auch nochmal zeigen. Wir bereiten ja gerade einen Krieg auf die Sowjetunion vor. Da seht ihr das hier. Vielleicht kannst du... Vielleicht kannst du mit denen zusammengehen. Das ist die Classis Romana 5. Das wäre ganz schön, wenn du dann da mitmachen würdest. Dann hätte die ein bisschen mehr auf der Pfanne. Gucken wir mal. Müsste aber eigentlich klappen, wenn jetzt... Die müssten jetzt eigentlich da hochsegeln. Ups. Moment mal. Hä? Wo bist denn du? Ja, ja, Tatsache. Die fahren jetzt los. Gut, okay, alles klar, dann läuft das ja. Ich habe ganz viele U-Boot-Flotten gemacht. Ihr seht das auch hier. Die werden so langsam nochmal aufgestockt. Irgendwann hätte ich eigentlich nochmal bessere U-Boote gebraucht. Es ist witzig. Also, ich hätte noch so viel mehr forschen können. Das ist in der Tat so ein Ding bei Hearts of Iron. Man muss wirklich seine Schwerpunkte gut auswählen. Das ist mir jetzt deutlich geworden hier. Und... dazu muss man sagen, ich spiele ja jetzt noch nicht mal auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Das ist also insofern nochmal interessant. Ja, es könnte tatsächlich sein, dass die Sowjetunion hier versucht, hier einzufallen. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite habe ich aber auch jetzt mir gedacht, ich werde dieses Gebiet hier nicht sichern. Denn das frisst zu viel Zeit und Ressourcen in meinen Augen. Und für mich ist es eigentlich sinnvoller, wenn ich hier nachher einfach drüber rollen kann. Und zwar ist meine Überlegung, nachdem wir Korea und Menkuko und die Volksrepublik China und so überrannt haben, dass wir dann danach hier weiter reindrücken und dann hier dieses Gebiet versuchen einzunehmen. Wir gucken mal, ob das so klappt. Hier unten die Fallschirmjäger, die setze ich momentan als ganz reguläre Infanterie noch ein. Aber ich habe ja schon gesagt, die werden später hier in der Türkei oder also hier in dem Gebiet, jetzt muss ich nochmal überlegen, stopp, Armenien werden die dann zum Einsatz kommen. So, ja, ich bin geografisch überhaupt nicht bewandert, muss ich mich direkt mal für entschuldigen. Wir schauen nochmal gerade, wie sieht es denn jetzt hier aus? Das wird noch ein bisschen dauern, bis ihr fertig seid, ne? Ja, 1. Juni 1944. Ne, da können wir noch so ein bisschen warten. Ich werde übrigens mal gerade mein Buch holen. Ich wollte ja noch was zu den Hintergrundinformationen loswerden. So, okay. Ich bin wieder zurück und versuche euch jetzt noch ein bisschen mit historischen Hintergrundinformationen zu füttern. Also, lasst euch von mir füttern. Das Ding bei dieser Kampagne hier, ich wollte ja wie gesagt viel zum Hintergrund des italienischen Faschismus sagen, weil wir ja hier einen ganz eigenen Weg gespielt haben, deckt sich das natürlich, wie man hier sehen kann, nicht mit der historischen Realität, ja. Sondern wir haben ja eine eigene Geschichte hier konstruiert und gewählt und uns da eben von der historischen Realität entfernt. Ich werde irgendwann nochmal versuchen, vielleicht ein bisschen historischer zu spielen. Was ich auch mal überlegt hatte, war ja mit unhistorischen KI-Schwerpunkten zu spielen. Ich will jetzt mal übrigens gerade hier ein Kriegsziel rechtfertigen, nur falls der Stalin mich nicht angreifen soll. Ach ne, guck mal, jetzt dauert das auf einmal so lange. Okay. Gut, alles klar. Dann bitte. Ist ganz gut, dann sind wir nächstes Jahr, noch bevor der Winter einbricht, damit fertig. Vielleicht macht er das auch nur, damit das bei uns länger dauert, weil das denen Zeit verschafft, um sich aufzubauen. Das könnte auch sein. Kann ich ansonsten gegen so einen Mini-Staat hier fingieren? Nee, das dauert auch so lange. Komisch. Interessant. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. So, was haben wir hier?
Beibehaltung der Produktionsleistung oder Anstieg der Produktionsleistung? Wir nehmen den Anstieg. Weil das wäre schon ganz gut, wenn wir da schneller auf das Maximallevel aufsteigen könnten. Gut, weil wir brauchen halt unglaublich viel Artillerie, wie ihr sehen könnt. Nur 9.792. Ich habe übrigens ein Leibpachtabkommen mit Indien gemacht. Das werde ich jetzt aber nicht mehr widerrufen, sondern die kriegen von mir massenweise Infanterieausrüstung. Wobei doch vielleicht im Hinblick auf die Infanterieausrüstung können wir es ändern. 45.100. Okay. Genau, weil ich glaube. Upsala, ich glaube davon. Ah doch, da haben wir ja noch. Moment mal, da bin ich jetzt aber verwirrt. Ich brauche jetzt komischerweise aus irgendeinem Grund. Okay, komm, dann. Haben wir das jetzt nochmal geändert? Aus irgendeinem Grund verbrauche ich da weniger Transporter. Hä? Naja, egal. Wie dem auch sei. Ja, ich wollte ursprünglich ja nochmal was zur Achse Rom-Berlin sagen. Jetzt haben wir hier natürlich gar keine Achse gebaut, sondern genau das Gegenteil gemacht. Wir haben ja hier den Krieg gegen das Deutsche Reich gesucht und die hinterrücks angegriffen. Hihihi, wir sind so hinterhältig, böse und gemein. Und als Hintergrund diente uns ja dafür dieser Hitler-Stalin-Pakt, wie man den allgemeinen bezeichnet. Also die geheimen Zusatzvereinbarungen, dass sie sich beide, dass sich vor allen Dingen die Sowjetunion ruhig verhält, wenn Deutschland Polen angreift und dass sie dann auch die Gebiete entsprechend aufteilen, was ja für Hitler ein unglaublicher Zugewinn an Spielraum tatsächlich gewesen ist. Hin und wieder wurde das ja auch so als Blankoscheck zu tun, was er will, bezeichnet. Und damit hat sich Hitler ja aber auch quasi über den Antikominternpakt, dem Italien ja beigetreten ist, hinweggesetzt. Und das haben wir ja als Grund genutzt, um zu sagen, so geht es hier nicht, ja. So haben wir nicht gewettet. Wir lösen uns aus den vertraglichen Bedingungen. Und ich überlege gerade, wollen wir hier noch was aufwerten? Panzergrenadiere 3. Wir sind noch nicht 45 angekommen. Die Pioniere nochmal, der Verschanzungsbonus sicherlich noch gut. Denn de facto war ja, also in Wirklichkeit jetzt, war ja das Machtverhältnis von Italien und Deutschland immer asymmetrisch. Also man hat sich wirklich Mühe gegeben, die beiden faschistischen Diktatoren als, ja, ich will jetzt nicht sagen so Brüder, aber doch irgendwie so zumindest als gleichberechtigt darzustellen, was aber eigentlich nicht der Fall war. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass es diesen Konflikt gerade in Tirol gab, wo ja, auf italienischem Staatsgebiet eine große deutsche Minderheit lebte und die hatten halt einfach, die sorgten in Mussolinis Sicht, der, wie gesagt, aus rassistischen Gründen als überlegen angesehenen Italiener, sorgten die halt für Probleme. Ich überlege gerade, ob wir das nochmal machen wollen oder ob wir jetzt vielleicht noch ein besseres U-Boot forschen oder vielleicht tatsächlich noch eine bessere Klasse hier. 38 Tage, ach komm, wir machen hier die Landung. Die Landungsmanöver forschen wir, das können wir vielleicht nochmal gebrauchen. Und das Problem bestand ja dann auch darin, dass aber auf der anderen Seite ja das nationalsozialistische Deutschland, das, ich würde mal sagen, schon nicht nur ideologisch, sondern auch politisch der wichtigste Partner Italiens war, ja dort eben die eigene deutsche Minderheit als höherwertig ansah und es dadurch natürlich unweigerlich zu Konflikten kommen musste. Und man hat das dann quasi so geregelt, dass man ja gesagt hat, die
Deutschen, die da wohnen, die können sich dann entscheiden, ob sie italienische Staatsbürger werden oder ob sie das Gebiet verlassen. Das ist ja schon, das wird hin und wieder mal so ein bisschen als so ein fairer Deal dargestellt, aber das ist es ja de facto überhaupt nicht, weil du wirst ja dann quasi ausgebürgert aus deinem Land, musst alles dort hinter dir lassen und in ein anderes Land umsiedeln. Das ist definitiv nicht cool. Also das ist definitiv nicht in Ordnung. Das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man halt eben, keine Ahnung, wenn man halt in Deutschland ich weiß nicht, wie kann man das sagen? Also ich glaube, also ich kann mir das so oder so überhaupt nicht vorstellen. Und ich finde das sehr krass auf jeden Fall. So, dann sagt man dir, innerhalb der nächsten 7 Jahre musst du dieses Land verlassen und jetzt guck mal, dass du, sagen wir mal, deinen Bauernhof hier loswirst, dass du deine Familie umsiedelst und so. Das ist auch in meinen Augen jetzt nicht wirklich eine friedliche Lösung, weil eine friedliche Lösung hätte was mit Konsens zu tun. Und den gab es in dem Fall einfach nicht. Den gab es vielleicht nur zwischen den beiden Diktatoren, die sich da auf so eine komische Lösung geeinigt haben. Das sollte man definitiv auch nicht als fair oder friedlich bezeichnen. Auch wenn da jetzt keine Waffengewalt zum Einsatz kam, aber, oder vielleicht nur wenig Waffengewalt zum Einsatz kam, so genau kenne ich mich mit diesem Deal jetzt auch nicht aus. Was man da aber definitiv halt sagen kann, ist, dass sehr wenige Deutsche das genutzt haben, die in Italien lebten, in Tirol. Also es haben nur sehr wenige, haben davon überhaupt Gebrauch gemacht, weil die das ja natürlich auch nicht wollten. Und denen kam dann halt zum Glück zugute, dass das faschistische Italien ja dann auch irgendwann zugrunde gegangen ist. Zumindest der Faschismus in Italien. Hier müssen wir mal gucken, da sind noch keine Flieger drauf, die müssten wir da noch drauf packen, aber da warten wir vielleicht noch ein bisschen. Wir haben ja jetzt auch bessere Flugzeugträger hier. Auch das ist sehr schön. Josef Stalin hinterfragt italienische Souveränität. Eieieiei. Der Stalin, der alte Kupferstecher. Nationaler Zusammenhalt bei 75%. Das Problem ist, wenn ich jetzt erstmal so lange warte, ich gebe dem ja jetzt quasi 100 Tage mehr. Das Doofe ist, bis dahin könnte diese nationale Einheit ja so stark gestärkt sein, dass es nicht mehr reicht, wenn ich Moskau erobere. Dann habe ich den ganzen Spaß wie Marvin und muss mich bis hierhin vorkämpfen. Da hat ja kein Mensch Bock drauf. Ja, auch kein Italiener Bock drauf. Die Flak schenken wir uns. Ich glaube, luftwaffenmäßig sind wir deutlich überlegen. Wir können den nächsten Jäger forschen. Und der geht schnell. In 38 Tagen machen wir das noch. Was aber insgesamt auf jeden Fall deutlich ist, ist, dass man sich in Italien wie auch in Deutschland ganz, ganz krass darum bemühte. Warte mal, euch schicke ich mir gerade hier an diese Front, bitte. Dass man sich ganz, ganz stark darum bemühte, eben diese Machtverhältnisse, wie sie de facto waren, anders darzustellen. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich werde mal schnell hier. Oder Moment. Stopp, wir machen es ein bisschen anders. Wir machen nämlich erstmal nur. Nee. Hä? Moment mal, what? Also bitte lösche das. Ja, das ist kacke. Ihr seht, wie ich hier Probleme habe, mir die Front da zusammenzubasteln, ne? Ah ja, jetzt wird's besser, okay. Oh, Jesus. Moment. Offscreen. Ging dann doch relativ flott durch den Bearbeiten-Befehl, ne? Dann machen wir nämlich den
In den zweiten Befehl. Den machen wir dann nämlich so. Ach, das willst du jetzt nicht. Ich habe es jetzt so gemacht, es geht nicht anders. Aber okay. Okay, feine Sache. Ja. Ohne Angriffspläne. Ah! Ja, du solltest ja dahin, ne? Und du solltest dahin. Jetzt müssen sie sich natürlich erstmal wieder einbunkern und so. Das ist halt der Nachteil, wenn man so viele Regimenter da reinpackt, dann kommt da der Feldmarschall auch mal hin und wieder ein bisschen durcheinander. Interessant ist da. Oh, geringe Mannstärke. Nur noch 600.000. Ach so, weil die Soldaten jetzt alle rausgeploppt sind, oder was? Oder worauf ist es zurückzuführen? Muss wohl so sein, ne? Ich habe ja auch noch mehr mechanisierte Infanterie da hinzugefügt. Es kann auch sein, dass das daran liegt. Wir müssen nochmal gleich gucken, weil ich auch natürlich Schiffe baue und so ein Zeug. Was heißt so ein Zeug, ne? Aber durch die ganzen Schiffe verbrauche ich natürlich auch nochmal Rekrutenreserve. Also wir verbessern unsere Infanterie noch ein bisschen. Diese enge Bindung zwischen Mussolini und Hitler sieht man ja auch ganz typisch an dem sogenannten Stahlpakt, zu dem ich gleich noch was sagen wollte. Der war übrigens ursprünglich als Blutspakt geplant. Aber Mussolini war dann doch tatsächlich der Meinung, dass dieser Begriff missverständlich sein könnte, was er sich deswegen nicht so gut eignete, und deswegen hat man dann nachher sich auf diesen Begriff Stahlpakt festgelegt. Was dabei eine Rolle spielt, ist, dass man auf italienischer Seite offenbar auch stärker an diesem Begriff interessiert war als an dem wirklichen Inhalt. Denn als Mussolini diesen Stahlpakt unterzeichnet hat, der ja, das muss man auch sagen, eben dem Deutschen Reich unglaublichen Handlungsspielraum wiederum einräumte, da soll Mussolinis Außenminister den Kopf geschüttelt haben und die Welt nicht mehr verstanden haben. Ich guck mal, ob ich das Zitat, was er gesagt hat, gleich noch finde. Er hat irgendwie gemeint, er hätte niemals in seinem Leben einen Vertrag mit solchen Inhaltsbestimmungen gesehen. Und der Italien da doch gegenüber dem Deutschen Reich doch sehr unselbstständig gemacht hätte. Ah ja, und du bist jetzt hier auf dem Weg zum Giovanni, das ist gut. Denn ich wollte nämlich gerne, lass mal gerade gucken, ich schicke dich nämlich direkt in die entsprechenden Divisionen rein. Da sind jetzt nämlich momentan 38 drin, genau, das ist ein bisschen too much. Dann müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 und schickst mir die hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schickst mir die bitte hier rein, da brauche ich nämlich noch mehr Feuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die machst du mir bitte noch hier rein. Ich mache deswegen nicht ganz so viele nach Korea, weil ich davon ausgehe, dass wenn die Marines hier ihr Landungsmanöver vollziehen, dass wir Korea dann schnell überrennen können.
Da könnte ich mich allerdings noch irren. Wäre nicht der erste. Flugzeuge in Reserve verfügbar? Ja, Millionen. Millionen. Achso, und du bist momentan nur in Bereitschaft. Ich glaube, Ostpolen hatte ich vorgesehen für dich. Die stellen wir auf 1. Das ist die... Achso, weil du in die Produktion gegangen bist, ne? Aber ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Brich die mal bitte alle ab. Die Panzerdivision hätte ich noch gerne mit dabei. Jetzt habe ich nur das Ding, dass meine Armee hier sehr schwach ist und eigentlich so einem starken russischen Angriff hier wenig entgegenzusetzen hat. Das gefällt mir nicht. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht können wir noch mal... Vielleicht können wir irgendwie noch mal so 24 Gebirgsjäger aufstellen. Doch, ich glaube, das machen wir. 1. 11. 21. 22. 23. 24. Genau einmal. Und zwar bitte in Warschau. Und dann kriegen wir da noch eine separate neue Armee hin. Wodurch diese Asymmetrie in der Macht übrigens noch deutlich wird, und das ist was, was ich vorhin eigentlich auch sagen wollte, das hat man zum Beispiel bei dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich gemerkt. Und das ist de facto eine Entwicklung, wo Mussolini bestenfalls, also er hat da in so einer Situation immer ganz gerne die Rolle des Vermittlers gespielt, um sich halt auch so ein bisschen, ja, um sich halt diplomatisch zu geben, weil Mussolini hatte ja sehr hohe Ziele sich gesetzt und wollte ja ganz klar eine aggressive Expansionspolitik betreiben. Und da passte das natürlich nicht gut, wenn der sich dann auch außenpolitisch so verhalten hätte. Er hat ähnlich, er hat darauf gehofft, dass er große Spielräume gewinnt, indem er so tut, als würde er zwischen den Alliierten und Hitler vermitteln oder den Vermittler spielen. Wozu ihm faktisch aber so ein bisschen auch das Durchsetzungsvermögen gegenüber Hitler fehlte. Und man sieht das eben an diesem Anschluss Österreichs sehr deutlich. Da ist Mussolini einfach übergangen worden. Hitler soll nachher sowas gesagt haben wie, ja, vielen Dank, ich werde Ihnen das nie vergessen. Aber dabei blieb es dann halt eben auch, ne? Also das war es dann im Wesentlichen auch schon. Wir haben jetzt den neuen Jäger fertig. Das ist doch schön. Können wir jetzt vielleicht mal weiter bei der Luftdoktrin machen? Mit der Landdoktrin sind wir fertig. Diese Raketenwerfer sind, oder diese Raketenartillerie ist halt sehr, sehr nice gegen Infanterie, ne? Wir werden wahrscheinlich unser Leben lang mit Trash-Panzern hier rumgurken. Bessere Lazarette. Bessere Logistik. Ich bin ja ein Fan davon, den Nachschubbedarf immer niedrig zu halten. Ich nehme das jetzt mal, weil ich glaube doch wirklich, dass wir es auch hier mit Situationen zu tun bekommen werden, wo wir einfach insgesamt einen sehr niedrigen Nachschubbedarf haben. Ne? Wow, die Panzer brauchen aber echt noch. Ich lese mal ganz kurz was vor an der Stelle. Und zwar nochmal aus dem Buch Der italienische Faschismus von Wolfgang Schieder auf der Seite 73. Da geht es um die Entstehung der Achse Bonn, sag ich schon, Berlin-Rom. Meine Güte. Ja, ehemalige Bundeshauptstadt, ne? Also der Blutpakt der Patto di Sangue oder
Sangue, ich kann leider nicht so gut Italienisch, sollte es zunächst sein, da das aber allzu missverständlich klang, sprach Mussolini schließlich von einem, in Anführungszeichen, Stahlpakpatto di Acaio. Der Mythos des Stahlpaktes, wie Jens Petersen das nennt, war ihm offensichtlich wichtiger als das Vertragsinstrument selbst. Nur so lässt sich erklären, dass der Vertrag auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin als militärisches Offensivbündnis mit einer fast automatischen Bindewirkung angelegt war. Sein entsetzter Außenminister Galeazzo Ciano hatte, wie er in seinem Tagebuch festhielt, geschrieben, noch nie, jetzt kommt das Zitat, noch nie einen ähnlichen Vertrag gelesen. Er enthielt in seinen Augen richtiges Dynamit. Der außenpolitische Brückenschlag zwischen den beiden faschistischen Mächten hatte sich allerdings nicht in einem geradlinigen Prozess vollzogen. Mussolini hatte Hitlers Machtergreifung am 30. also Machtergreifung in Anführungszeichen, auch das ist ja ein Zitat oder ein Quellenbegriff, ne? Am 30.01.1933 war zunächst überschwänglich begrüßt worden. Jetzt kommt ein Zitat: Hitlers Sieg ist auch unser Sieg, so kommentierte er bezeichnenderweise den Erfolg des Führers. Interessant übrigens jetzt, wenn die AfD den Sieg Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen auch so als ihren Sieg feiert. Das ist doch bemerkenswert, davon an der Stelle mal gerade festhalten, ne? Bereitwillig gab er nunmehr auch dem schon seit 1931 andauernden Drängen Hitlers nach und erklärte sich zu einem Treffen bereit, das am 14.15.06.1934 in Venedig stattfand. Hitlers äußerst unglücklicher Auftritt bestärkte Mussolini fälschlich in dem Glauben, den Führer in Schach halten zu können. Demonstrativ suchte der Duce deshalb, also ich betone das jetzt mal so, weil das auch wieder Zitate sind, deshalb dem österreichischen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß durch mehrfache Einladung nach Italien politisch den Rücken zu stärken. Umso größer war der Schock, als dieser am 25.07.1934 bei einem gescheiterten Staatsstreichversuch österreichischer Nationalsozialisten ermordet wurde. Obwohl Hitler abstritt, mit dieser Mordtat etwas zu tun zu haben, ging Mussolini demonstrativ auf Distanz. Im italienischen Stresa traf er sich vom 11. bis 14.04.35 mit dem britischen Premierminister und dem französischen Ministerpräsidenten, um sich diesen als politischer Bändiger Hitlers zu präsentieren. Da er seinen Gesprächspartnern bei dieser Gelegenheit jedoch seine schon weit fortgeschrittenen Pläne verschwieg, das Kaiserreich Abessiniens zu überfallen, war die sogenannte Stresa-Front gegenüber Deutschland ebenso ein, in Anführungszeichen, Scheinerfolg, wie das Dennis Mac Smith nennt. Wie das schon der sogenannte Viererpakt mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland vom 7.06.1933 gewesen war. Das ist halt dieses Doppelspiel, das Mussolini ja auch eben sehr erfolgreich im Inneren gespielt hat, hat er da versucht, auf außenpolitischer Ebene fortzusetzen. Das ist aber eben im Gegensatz zu seinen innenpolitischen Verhaltensweisen eben nicht so aufgegangen. Hinzu kam ja, dass das ist auch übrigens eine Vorstellung, die Mussolini mit Hitler auf jeden Fall teilte, der Völkerbund ein Unterdrückungsinstrument sei, weil, naja, der Völkerbund ächtete ja auch den Krieg so als legitimes Mittel zur Vergrößerung des Landes und des Gebietes, und das waren ja beides, also das waren ja eben gerade die Ziele, die Hitler mit seiner, in Anführungszeichen, Lebensraumpolitik und Mussolini mit seiner Imperialpolitik verfolgte. Das war de facto eben nicht in Einklang zu bringen, und deswegen hassten die diesen Völkerbund halt so, weil der verweigerte ihnen einfach ihre aggressiven Expansionsmöglichkeiten. Das aber, diese aggressive Expansion nach außen ist aber total konsequent, wenn man sich diese faschistischen Diktatoren mal vorstellt. Das sind ja Regime, die sich zuerst einmal auch auf Gegner im Inneren richten. Und gerade wenn es aber Regime sind, die auf eine konsequente Mobilisierung der Bevölkerung drängen, die also eine konsequente Gewaltanwendung fordern, dann kommen die natürlich notwendigerweise irgendwann an den Punkt, wo das im Inneren nicht mehr ausreicht, und dann müssen sie sich die Feinde im äußeren Bereich suchen. Das haben sie auch getan. Ich will mal gleich gucken, wir müssten irgendwo gleich meine Panzer rausflutschen. Ja, in Warschau kommen die, ne?
Weil die wollen wir natürlich auch ein bisschen hier verteilen. Ah ja, da sind sie schon. Hervorragend. Dankeschön. Du wolltest hier dazu. Achso, ja, wir machen erstmal Folgendes. Du nimmst mal die Hälfte hier, packst mir die hier rein und die andere Hälfte packst du bitte hier rein. Ich will die Panzer ganz gezielt hier einsetzen, weil wir hier relativ gut mit denen vorstoßen können. Da ist nicht so viel Gebirge, das ist für uns vorteilhaft. Wir sind noch bei 45, ne? Vielleicht nochmal ein besserer Panzer? Ich weiß es nicht. Also der Krieg ist eigentlich nicht die Zeit, um seine Panzerdivisionen umzudesignen, weil dafür dann einfach die Zeit fehlt, ne? Aber was wäre denn schon die richtige Zeit, ne? Wir forschen mal die Dinger, worauf wir noch Boni haben. Sowjetunion fingiert gegen uns. Istanbul. Das ist interessant. Wie weit bist du? 179 von 200. Naja, guck mal da. Äußerst interessant. Vor dem Vorteil, dass unsere Verbündeten wesentlich mehr Divisionen haben als er. Genau, und was man halt hier sieht, ist, das sind alles sowjetische Truppen, die da stehen, weil die Verbündeten, wenn sich gegen uns überhaupt nicht verteidigen können, ne? Ja, auch das sind ja alles sowjetische Truppen. Und dann muss man da mal ganz klar sagen, dass diese 750 Regimenter oder was der da haben wird, dass sie halt einfach auf riesige Frontabschnitte auch einfach verteilt sind. Da können wir, glaube ich, uns ganz gut noch, da können wir uns noch ganz gut dagegen stellen. Die Sowjetunion hat jetzt einen Kriegsgrund. Aber er erklärt den Krieg noch nicht. Meine Fresse, wir haben viel zu viele Schiffe. Moment mal gerade. Bin jetzt gerade verwirrt, warum das hier auf. Hä? Du kannst 82 nehmen, ne? Du hast jetzt Jäger und du hast auch Jäger. Warum nimmst du keine Bomber? Mal da mal gerade raus. Nimm doch Marinebomber. Trägerjäger. Marinebomber. Träger-Marinebomber. Ja, Limit haben wir auf 82 festgelegt, ne? Gut. Wow, wir haben unglaublich viele Zerstörer jetzt. Das sind alles Typ 4 Zerstörer. Das ist schon nice. Wir brauchen noch einen guten Hafen für dich. Habe ich das? Nee. Ah, Steuerung, Rechtsklick ist es. Okay. Gut.
Ach, wir haben noch genug Zeit, oder? Um auf Atombomben zu gehen. Ich werde sie wahrscheinlich nur nie einsetzen, ne? Ja, dann bereiten wir uns mal auf den Krieg vor, ne? So, Fließbandproduktion steht auch. Dann machst du bitte noch hier die Verschlüsselung, weil das sind ja auch wichtige Punkte, damit wir einen Vorteil gegen die Sowjetunion in den Kampfhandlungen haben. Das Dumme ist halt, wir müssen jetzt so lange warten, bis wir die angreifen können. Das geht mir ziemlich auf den Keks. Hundertzweiundachtzig, 182. Boah, dauert einfach nur ewig. Nee, warte. Mach die mal nicht. Moment, 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 Moment. Ja, aber wir haben halt da schon alles Wesentliche, ne? Wollen wir nochmal den besseren Bomber nehmen? Oder den besseren Marinejäger? Also selbst wenn wir die Sowjetunion ausgeschaltet haben, werden wir keine Marinejäger mehr brauchen, ne? Komm, wir nehmen die Mobilität. Ja. Wir nehmen noch die Doktrin mit. Doktrinen sind immer super. Wir können das natürlich noch entsprechend mit politischer Macht unterfüttern, ne? Militärisches Oberkommando, wen packen wir denn da rein? Chance auf Fliegerast 10% ist pervers. Moral der Armee plus 4% ist super. Bodenunterstützung 15% ist super. Ja, ich glaube, ich nehme den Moralbonus mit. Motorisierte und Artillerie minus 10. Ja, ich glaube, Infanterieausrüstung, das können wir uns jetzt schenken, ne? Weil da sind wir doch schon fertig. Den hätte ich mal besser vorher genommen, den Bruder. Weil da gibt es nur noch die Nachtsicht und hierfür gibt es nur noch die Panzergrenadiere Stufe 2. Und da 10. Ja, das Einzige, wo sich das noch lohnen würde, wäre bei der Artillerie, ne? Ach, ist Quatsch dann. Baugeschwindigkeit, Marineschützpunkte, Raketenbasis, Luftwaffenstützpunkte, ist schon gut. Radarstation, Atomreaktoren, was haben wir hier? Meinung. Machtzuwachs, Verteidigung gegen ideologische Beeinflussung. Auswirkungen von Partisanen. Der Fürst des Schreckens ist eigentlich halt ziemlich cool, aber wir haben ihn halt nie gebraucht, weil wir nicht mit so einer langfristigen Besetzung gearbeitet haben. Wir haben unsere Gegner ja immer super schnell niedergeworfen, deswegen war das für uns nicht so wichtig. Umbau von zivilen Militärfabriken, nee. Handelsabkommen, nee. Beziehungsverbesserung, nee. Beliebtheit Faschismus, okay. Beliebtheit Kommunismus. Halten wir uns mal offen, wir nehmen mal den Quartiermeister mit. Der Angriff für die motorisierte Infanterie ist schon auch echt extrem gut. Komm, den nehmen wir jetzt mal. Ich habe übrigens wieder das Zitat gefunden, nachdem Hitler Österreich angeschlossen hatte, das, was er an Mussolini geschickt hat. Und da stand drin: Mussolini, ich werde Ihnen dieses nie vergessen. Und ne, also dafür, dass er dafür, dass der Mussolini eben, der eigentlich sich so ein bisschen aufgespielt hat als großer Vermittler und auch Beschützer der Souveränität Österreichs, dass der dann halt eben damit eiskalt brüskiert wurde, das ist schon echt krass. Ja, wir kriegen ja auch niemanden, der unsere Panzerforschung verbessert, ne? Aber das Panzer werden es nicht mehr, Leute. Ich sehe es nicht.
Wir könnten die noch mit Raketen ausstatten, aber boah, ja, das ist schon cool, aber na komm, wir nehmen das Feldlazarett, davon haben wir auch noch was. Das einzige Mal tatsächlich, als ich Mussolini wirklich so noch ein bisschen aufspielen konnte, als, ja, wie soll man sagen, so als Vermittler im Rahmen der internationalen Politik war bei dieser in Anführungszeichen Erledigung der Resttschechei, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht. Die Logistik ist fertig. Ihre Logistik nehmen wir noch nicht mit, sollen wir noch die, obwohl wir können sie theoretisch mal forschen, ne? Das macht nicht so einen krassen Unterschied. Noch größere Schlachtschiffe, die wir nicht mehr brauchen werden. Noch mehr Marinedoktrin, die wir nicht mehr brauchen werden. 59 Tagen, Effizienz des Gleitschutzes. U-Boot-Ortung, das könnte sich noch als lohnend erweisen. Ach komm, hier. Wir forschen Atomreaktoren, so. Ja, zu diesem asymmetrischen Machtverhältnis könnte man ja vielleicht noch fragen, warum das halt eben asymmetrisch war oder warum halt auch nicht. Naja, zum einen würde man doch sagen können, dass die militärische Schlagkraft des Deutschen Reiches eigentlich schon deutlich größer war als die Italiens. Man sieht es ja aber auch sehr deutlich, wie Mussolini bei seinen militärischen Alleingängen jetzt zum Beispiel gegen Griechenland auch einfach auf die Hilfe der Deutschen angewiesen war und da eigentlich nicht wirklich was ohne deutsche Hilfe ausrichten konnte. Das Deutsche Reich war übrigens nicht nur ein wichtiger Handelspartner, das Deutsche Reich war auch ein wichtiger Partner für Kulturtransfers oder kulturelle Zusammenarbeit. Das ist ja ein ganz markantes, ein ganz markantes Charakteristikum. Das ist irgendwie so doppelt gemoppelt, ne? Ein herausstechendes Merkmal. Schön, wir haben jetzt den Kriegsgrund gegen die Sowjetunion. Das ist super. Wie lange bleibt er uns erhalten? Bis zum 1. Februar. Ich glaube, das ist ganz gut. So im Dezember die Sowjetunion angreifen, ist, glaube ich, noch schlechter, als sie im Februar anzugreifen. Dann sind sie da fertig, die Mädels. Dann, genau, du wirst auch ein Wodka-Säufer. Und du bekommst den Alessandro Dezza als General mit dazu. Und deine Front wird hier sein. Und du wirst dich hier auf diese Linie stürzen. So bis zu dieser Linie vorstoßen. So. Soweit erstmal die Planung. Trainieren werden wir da jetzt nicht mehr, sondern bis Februar werden wir einfach nur gucken, dass wir unseren Angriffsplan aufbauen. Wie hoch ist der Planwert? 61,2% bei dir. Oh, ein bisschen. Oh, der nimmt ab. Der nimmt deutlich ab. Unterlegen der Gegner jetzt bei 85%. Hä? Schwankt aber stark. Und hier? Geschätzter Planwert minus 10. Überquerung großer Flüsse. Riskant. Okay. Hier? 80% Planwert bei dir. Naja, okay, gut. Aber krass, das alleine schon hier unsere Fallschirmspringer. Dass die so einen hohen Wert haben. Oh, wir haben übrigens jetzt Marinewerften frei.
Ja. Mal gerade gucken, was wir damit noch bauen. Könnten noch ein paar U-Boote bauen, hä? Wobei wir haben wahrscheinlich gerade U-Boote damit gebaut, ne? Das für wenigen Augenblicken. Ja. Und dann machst du die mal bitte nach Abruzzen. Oder nee, warte mal, mach die mal in die Bretagne. Die U-Boote mal am besten in die Bretagne. Ich guck nochmal gerade. Okay. Dann machst du mir davon nur einen, bitte. Machst mir davon bitte auch nur noch einen. Muss mal gucken, ob ich die irgendwann auflösen kann. Aber wir müssen jetzt eigentlich eine schöne große U-Boot-Flotte haben. Ja, doch, alle so um die 30 Schiffe, das ist doch gut. Passen da drauf 82. Gut. Frage ist noch, wo packen wir dich hin? Also im Mittelmeer jetzt vielleicht nicht unbedingt. Da haben wir auch eine Flotte schon im Einsatz. Da drüben brauchen wir dich, glaube ich, nicht so dringend. Können aber trotzdem. Wobei, wir, warte, wir könnten dich da oben in Alaska einsetzen. Das ist halt Kacke, weil du dann immer so weit da runterfahren musst, um deine Schiffe da reparieren zu lassen. Aber wir können halt hier oben ein bisschen besser unsere Schiffe einsetzen. Müssen wir mal schauen, ob das eine gute Idee ist, wenn der da seine ganze Flotte da oben in der Beringsee stehen hat, dann haben wir natürlich ein Problem, ne? Okay, unsere Truppen sind in Stellung. Das sagt mir dann aber auch, ja, genau, dass wir nämlich schon hier bei den Marinewerften angekommen sind. Okay, dann machen wir das jetzt ein bisschen anders. Schieben wir die nochmal nach oben. Machen wir nämlich jetzt die Militärfabrik noch bis Februar. Oh Leute, es geht bald los. Im nächsten Teil. 48 Minuten immer rum. Komm, 25, Januar ist ganz gut. Da hören wir jetzt an der Stelle mal auf. Machen Cut, sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und freue mich auf den nächsten Teil mit euch. In diesem Sinne, bis dahin, Pax Vobiscum, Valete und ciao.